Ich habe Fehler gemacht, große Fehler gemacht auf dem Weg. Wenn ich dies oder jenes anders getan hätte, dann wäre ich jetzt woanders oder ich wäre jemand anders oder ich würde etwas anderes tun. Ja, natürlich, du würdest etwas anderes tun oder wärst auch woanders. Aber was immer du auch getan hast oder nicht getan hast, hat dich in diesen Moment gebracht. Und dieser Moment bietet dir die Möglichkeit an, aus dem Unbewusstsein herauszutreten und gegenwärtig zu sein und dich auf diesen Moment einzulassen. Die Frage natürlich taucht auf, wenn du nicht all diese Fehler gemacht hättest, wärst du dann jetzt hier? Vermutlich nicht. Ihr würdet möglicherweise etwas anderes in Las Vegas genießen oder wo auch immer. Alles okay mit Las Vegas, kein Problem. Und das ist eine erstaunliche Erkenntnis. Alle deine Fehler haben dich hierher gebracht und hier ist immer hier. Hier ist nun gerade mal hier. Hier? Aber wo immer du auch sein magst, es ist immer hier und du bist an diesem Punkt. Und es hat dich hergebracht und irgendwer hat die Möglichkeit, dich in einem Zustand der Gegenwart zu leben, ist in deinem Leben aufgetaucht. Vielleicht nicht ständig, aber sporadisch taucht die Präsenz auf in deinem Leben. Also musst du etwas richtig gemacht haben. Und vielleicht hast du es richtig gemacht, indem du die Fehler gemacht hast. Das war das Richtige, was du tun konntest. Es ist also durch die Fehler lernen wir auf dem inneren Level am meisten. Auf äußerer Ebene können sogenannte Fehler vielleicht dich davor bewahrt haben, in einer riesigen großen Villa in Kalifornien zu leben, wo du auf das Meer hinausschauen kannst, weil du deine Aktien nicht in dem Dotcom-Dings da verkauft haben solltest. Egal, was auch immer. Klar, auf der äußeren Ebene könnte es Dinge geben, die du bereust, aber im Inneren nein. Was immer du getan hast, hat dich an diesen Punkt geführt. Und je mehr Fehler, desto besser. Ultimativ bedeutet das, auf der inneren Ebene gibt es keine Fehler. Nur auf der äußeren Ebene könnte man sie Fehler nennen. Aber selbst dort, ob du nun in einem Wohnwagen lebst oder in einer Villa, spielt keine große Rolle für dein Leben. Denn ich habe beides erfahren. Nicht, dass ich eine Villa besitze, aber ich habe schon mal in großen, luxuriösen Häusern gelebt. Das ist auch nicht viel anders davon, im Wohnwagen zu leben. Und auf viele Arten und Weisen würde ich den Wohnwagen vorziehen, aber eigentlich lebe ich lieber irgendwo in der Mitte dazwischen. Früher oder später wird etwas geschehen und das Leben, dein mentales Konstrukt, wird plötzlich wackelig werden. Deine Wall Street Bank kollabiert plötzlich. Oh, wo bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Und dann verschwinden die Investments plötzlich und eine Krankheit taucht auf und entwickelt sich. Und plötzlich wird die Bank von einer anderen Bank übernommen und du wirst nicht länger gebraucht. Oder jemand in deiner Familie leidet plötzlich ganz gewaltig und plötzlich ist dieses mentale Bild, dieses siegreichen Ichs, fällt in sich zusammen. Und vielleicht sind deine Beziehungen vollkommen überhaupt nicht zufriedenstellend, weil niemand mit so einem riesen Ego leben könnte und glücklich sein. Ich? Wer kann mit so einem Ego leben? Also das Leben gibt dir also immer, was du brauchst. Aber ob du nun durch eine mentale Geschichte des Ichs als Versager, des Ichs als des Erfolgreichen lebst,
beide sind Illusionen. Geh raus aus den Geschichten. Das bist du nicht. Du bist weder der große Erfolg, noch bist du das große Versagen. Du bist ein menschliches Wesen, ein Mensch. Und es gibt bestimmte Dinge in deinem Leben, bestimmte Art und Weise, wie sich dein äußeres Leben momentan darstellt. Und da ist die menschliche Konditionierung und das Wesen, das Sein darunter. Und das Wichtigste ist, was du über das Menschliche hinaus bist. Gestatte dem Sein in das Menschliche hineinzufließen. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.